Hi, willkommen bei TopoStep. Das hier ist Ingrid Lohner, eine der Unternehmensgründer, die an der Entwicklung der Treppensteighilfe TopoStep beteiligt waren. Der TopoStep ist eine Mobilitätshilfe für Menschen, die Schwierigkeiten beim Treppensteigen haben. Sei es aufgrund eines erhöhten Sturzrisikos, eines verminderten Gleichgewichts oder dem Bedarf an mehr Unterstützung und Sicherheit beim Treppensteigen. Der Haltegriff bietet zwei unterschiedliche Höhen. Der untere Teil wird beim Hinaufsteigen der Treppe verwendet, während der obere Teil beim Hinuntersteigen der Treppe verwendet wird. Schieben Sie den Haltegriff beim Treppensteigen eine Armlänge nach vorne, damit Sie genügend Platz haben, um einen Schritt nach vorne zu gehen. Die Kraft, die erforderlich ist, um den Haltegriff über eine normale 33-Grad-Treppe nach oben zu schieben, entspricht dem Anheben eines Apfels in jeder Hand. Sobald Sie das Ende der Treppe erreicht haben, können Sie den Haltegriff durch Drücken des orangenen Knopfes leicht zur Seite klappen. Wird der TopoStep nicht verwendet, ragt das Schienensystem weniger als 10 cm aus der Wand heraus, während der Haltegriff etwa 17 cm aus der Wand herausragt. Wenn Sie die Treppe hinuntergehen, klappen Sie den Haltegriff einfach zurück in die Gebrauchsposition. Somit ist er automatisch einsatzbereit. Um den Haltegriff die Treppe hinunter zu bewegen, heben Sie ihn leicht an der Außenseite an, bevor Sie ihn eine Armlänge von sich wegschieben. Setzen Sie den Haltegriff dann ab, sodass er einrastet. Die erforderliche Kraft zum Anheben des Haltegriffs an der Außenseite entspricht dem Anheben eines Apfels mit einer Hand. Schieben Sie den Haltegriff, ähnlich wie beim Hinaufsteigen der Treppe, eine Armlänge von sich weg, bevor Sie einen Schritt nachgehen. Sobald Druck auf den Haltegriff ausgeübt wird, arretiert dieser umgehend, um einen möglichen Sturz zu verhindern und um Ihnen die nötige Unterstützung zu bieten. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, den Haltegriff beim Hinuntersteigen der Treppe zu halten. Die meisten Menschen ziehen es vor, den Haltegriff mit beiden Händen am oberen Teil zu greifen. Manche ziehen es vor, mit einer Hand den Handlauf zu greifen und mit der anderen Hand den Haltegriff. Andere wiederum halten sich lieber an den Seiten des Haltegriffs fest. Viele der Schlaganfallpatienten, die den TopoStep verwenden, bewegen den Haltegriff mit nur einer Hand. Wir empfehlen, dass das Schienensystem am Ein- und Ausstieg der Treppe um mindestens 30 bis 50 cm verlängert wird, sodass Sie genügend Platz zum Verlassen der Treppe haben. TopoStep wird von Menschen jeglichen Alters verwendet. Der jüngste TopoStep-Nutzer ist 4 Jahre alt und der älteste ist 98 Jahre alt. Die meisten Nutzer haben eines gemeinsam. Sie empfinden das Treppensteigen als beängstigend, haben ein erhöhtes Sturzrisiko oder haben eine beeinträchtigte Gehfunktion. Um den TopoStep verwenden zu können, müssen Sie den Haltegriff mit einer Hand sicher greifen können, um diesen bewegen zu können. Sowohl die Höhe des Schienensystems als auch die Höhe des Haltegriffs werden bei der Installation an die Körpergröße des Nutzers angepasst. Bei Kindern in der Wachstumsphase kann der Griff durch das Lösen von 4 Schrauben jederzeit in der Höhe angepasst werden. Diese Einstellung sollte nur von qualifiziertem, technischem Personal vorgenommen werden. TopoStep kann an sämtlichen Treppentypen installiert werden, wie zum Beispiel geraden Treppen, L-Treppen mit Podest, L-Treppen mit kontinuierlicher Steigung, U-Treppen mit Podest und U-Treppen mit kontinuierlicher Steigung. TopoStep ist mit 2 unterschiedlichen Haltegriffen erhältlich. Einen für normale Treppen zwischen 20 und 45 Grad und einen für steile Treppen zwischen 45 und 55 Grad. Wenn Sie Fragen zum TopoStep haben, setzen Sie sich gerne mit uns in Verbindung. Unsere Kontaktinformationen finden Sie auf unserer Webseite unter www.topostep.de.